Das brauchen wir nicht. So wird das gleich. Brauchen wir nicht. Brauchen wir. Die Makorrespondenz, da können Sie jetzt nicht stören. Nur Sie aber. Einer der Zuchthengste ist krank. Bitte schön nicht, sonst krieg ich's wieder ab. Es darf niemand stören. Ich nehme das schon auf meine Kappe, Colette. Aber das bringt doch nichts. Um was geht es? Der Herr Wallner, der möchte zu Frau Gräfin. Aber sie hat ausdrücklich gesagt, dass sie nicht gestört werden will. Gallan ist krank. Die Gräfin muss man den Tierarzt rufen. Gut, Colette. Du machst dich jetzt unsichtbar. Am besten, du gehst in die Küche. Wer nicht da ist, kann auch nichts falsch machen. Aber die wird mir doch trotzdem den Kopf abreißen. Jetzt geh bitte. Sind Sie bereit? Ich komme mir vor wie bei einer Kriegsoperation. Jetzt da rein. Frau Gräfin. Frau Gräfin, was ist das? Nicht rangehen. Kasper, Apparat Hansen. Grüß dich, Jude, ist der Michi. Sag mal, ist der Hansen bei dir im Times Square? Nein, wir sind am See. Ich habe heute freigemacht und die Liste schmeißt mein Land. Wir müssten das Bootshaus aus und dann geht's auf zum Segeln. Ja, das glaube ich jetzt eher nicht. Gib's mir meinen Hans, bitte. Ah. Dann morgen. Mach ich wohl doch ein bisschen schnell. Hansen? Moor. Wir haben einen Mord. Ja, und ich habe frei, Herr Moor. Das ist mir bekannt, Herr Hansen, aber der Herr Hofer geht seiner Tätigkeit als Bauer nach und er hat sein Handy nicht dabei. Ah, das hat er klug gemacht. Wenn man sein Handy zufällig nicht dabei hat, ist man schwer zu erreichen. Das hätte ich auch gemacht. Herr Hansen, wir können nicht warten, bis der Herr Hofer mit seiner Hofarbeit fertig ist. Sie sind unsere eiserne Reserve. Eisern, toll. Passen Sie auf. Die Besitzerin von Schloss Falkenberg ist erstochen worden. Das Schloss Falkenberg, das ist in der Nähe von Falei. Und wegen Arbeiten. Ja, Pekolus, dir dein Handy da und hinterher zum Tragen, Herrschaft. Hab ich das vergessen? Du, nicht so Drucker wolltest du. Schmarrn. Der Moor hat angerufen, du sollst zum Schloss Falkenberg kommen. Ein Mord? Na, das ist auch am Feld arbeiten. Freilich ein Mord, Hirni. Wenn ich bloß erst die Felder haben. Ganz ruhig.
Schreckliches ist passiert. Was denn schon wieder? Hast die Gräfin die Herz dunkel gefärbt? Sie ist tot. Die Gräfin? Ja. Na. Doch. Erstochen. Ist nicht wahr. Schon. Jetzt schaust du mich jetzt so an. Paulette, hast du da was mit zum Tor? Was? Ich hab den Satz von gestern noch gut im Ohr. Sag mal, spielen Sie jetzt komplett? Könnte ich den Satz mal hören? Hansen kriegt wohl Rosenheim. Ja. Wie heißen Sie? Dörfler. Und Sie arbeiten hier? Da passt es aus. Was genau? Ich bin für die Wälder zuständig. Unter anderem. War denn die junge Frau eben? Colette. Colette? Nachname? Messner. Und was macht sie? Zimmermädchen. Diesen Satz, den Sie dann noch im Ohr haben, könnte ich dir mal hören. Geht leider nicht. Wieso das denn? Weil vor Schreck vergessen. Wenn der Schreck nachgelassen hat, schreiben Sie es mir bitte auf, ja? Sicher. Wort für Wort. Ach, noch was. Ich hatte Vorfahrt. Sie kamen von dem Feldweg. Aber lassen wir es mal bei einer Verwarnung. Wichtig. Entschuldigung. Grüß Gott, Herr Hansen. Moin, Herr Mohr. Haben Sie Herrn Hofer schon erreicht? Ja, indirekt. Aber er kommt dann schon direkt hierher. Ja, freilich. Gut. So, darf ich bekannt machen, die beiden Herren haben das Mordopfer gefunden. Das ist der Herr Lingen. Der Herr Lingen ist der Butler hier im Hause. Und das ist der Herr Wallner. Der Herr Wallner, Herr Wallner, was machen Sie eigentlich? Ja, ich kümmere mich halt um die Pferde der Gräfin. Eigentlich bin ich ja Landwirt, mein Hof, der ist gleich nebenan. Ja, und das ist unser Herr Hauptkommissar Hansen. Ja. Wie gesagt, das Mordopfer ist die Hausherrin Eleanor Gräfin von Falkenberg. Erstochen ist worden mit einem Brieföffner. Wann haben Sie sie gefunden? Nach dem Essen zieht sich Frau Gräfin immer zurück, um ihre Korrespondenz zu erledigen. Um 16 Uhr hat Herr Wallner sie sprechen wollen und... Da haben wir sie gefunden. Ah ja. Einen Moment bitte. Ah, Herr Hansen. Ja. Aufpassen, der hat einen Grant. Ja, der Pathologe. Warum? Sonntagdienst. Herr Gerstl, Sonntagsdienst? Dein netter Kern bin, Schatz, ganz so aus. Will ich Ihre gute Laune mal nicht zu sehr strapazieren und mich beeilen? Todeszeitpunkt? Zwischen 15 und 16 Uhr. Wie oft ist denn auf Sie eingestochen worden? Dreimal. Sehr viel Blut verloren. Hm? Manche verlieren Blut, wenn sie gelöchert werden, andere ihre gute Laune. Und bei Ihnen sehe ich kein Blut. Wanditz. Na, was habe ich gesagt? Herr Wallner, weswegen wollten Sie Eleanor von Falkenberg sprechen? Kallan, unser Zuchthengst, ist erkrankt. Er wollte heute die Gräfin informieren. Was hat das hier zu bedeuten? Wir haben das Fernsehen hier. Frau von Falkenberg spielte in einer Doku-Serie mit. Was war denn das für eine Serie? Trau dich, Promi, eine Partnershow. Prominente Frauen suchen die Liebe eines Mannes und die Anwärter unterziehen sich bestimmten Prüfungen, die die Damen ihnen stellen. Und was wird da so geprüft? Mut, Benehmen, Schlagfertigkeit, Humor. Hat's einen Mut gesucht, die Frau Gräfin, gell? Das denke ich nicht. Die Sache hat sie nur amüsiert. Die Filmaufnahmen sind schon beendet. Heute wird das Equipment abgeholt. Ja, wenn die Spuren sich hier um grünes Licht gegeben hat. Sehr wohl. Außer dem Personal, wohnt sonst noch jemand in dem Haus? Lucia von Falkenberg, die jüngere Schwester der Gräfin. Ah ja, wo ist sie? Oben. Ich kann sie gerne zu ihr führen. Bitte? Wo waren Sie zwischen 3 und 4? Spazieren.
Allein? Mit der Schwester der Gräfin, Lucia von Falkenberg. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Eigentlich schon immer. Ich habe bereits unter den Eltern gedient. Was war Frau von Falkenberg eigentlich für ein Mensch? Darüber erlaube ich mir kein Urteil. Weil Sie mir nichts Negatives über Sie sagen wollen? Ja. Dann sagen Sie mir doch einfach nur das Positive. Das ist schwer. Das war negativ genug. Ja, bitte? Lucia, das ist Herr Hansen von der Kriminalpolizei. Guten Tag, Frau von Falkenberg. Mein Beileid zum Tod Ihrer Schwester. Wie geht's Ihnen? Sieht man das nicht? Ich meine, könnte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Grüß Gott zusammen. Mein Kollege Herr Hofer, Frau von Falkenberg, die Schwester der Toten. Mein Beileid. Herr Lingen ist der Butler hier. Brauchen Sie mich noch? Nein, Arthur. Sie waren Tänzerin? Ja. Ein Unfall. Die anderen sehen es so. Und wie sehen Sie das? Als Triumph meiner Schwester. Über wen? Über Sie? Würden Sie uns das vielleicht näher erklären? Es ist 5 Jahre her. Ich bin damals mit meiner Schwester ausgeritten. Eleanor und ich, wir haben uns gestritten, dass die Fetzen nur so flogen. Und dann schlug sie mit der Peitsche nach meinem Pferd. Ja, das Resultat sehen Sie ja jetzt. Sie haben sich also nicht gut mit Ihrer Schwester verstanden. So könnte man es sagen. Und das konnten Sie nicht verzeihen? Sie war neidisch auf meine Karriere. Sie war eifersüchtig auf meinen Erfolg auf der Bühne. Sie war furchtbar. Harte Worte. Die reichen nicht. Sie hintertrieb meine Karriere, wo sie nur konnte und... Sie glauben ja gar nicht, wie sie sich freut über diesen Erfolg, über diesen Triumph, mich an diesen krassligen Rollstuhl gebunden zu haben. Wollen Sie noch mehr hören oder reicht das fürs Erste? Bitte, gehen Sie jetzt. Ja, ich glaube, das war es im Augenblick. Vielen Dank, Wiederschauen. Wiederschauen. Wahnsinn. Thomas, ich wollte es am besten liegen. Ich finde das Zimmermädchen nicht. Was ist mit der? Sie ist vor mir weggelaufen. Sie muss dem Forstburschen, der Sebastian Dorfner heißt, der muss sie was erzählt haben, was mit dem Mord zu tun haben könnte. Weißt du schon? Ich hab das Schöner geschaut. Der Just hat noch mal. Glaubst du das? Ja, und wir zwei sehen uns morgen in der Früh. Ja. Aber pünktlich, gell? Das sagt der Richtige. Ja eben, dann ist wenigstens einer von uns beiden da. Hier. Was soll damit? Aufschlagen. Schauen Sie mal, da steht Montag, das ist morgen und eine Uhrzeit. Da erscheinen Sie bitte auf dem Präsidium. Die Frau Messner bringen Sie bitte gleich mit, falls Sie sie treffen, was ich stark annehme. Das können wir so anmerken. Können wir nicht wissen. Behalten Sie ihn aber. Nicht, dass Sie den Termin auch noch vergessen, so wie den Satz. Falls der Ihnen noch einfällt, schreiben Sie bitte da hinein. Nicht, dass Sie sich wieder erschrecken, der Ihnen entfällt. Sie verarschen können wir vielleicht selber. Ich weiß. Weitermachen. Schädel selber schnitzt.
Wohin des Weges? Wohin des Weges? Zuerst die Colette Messner suchen, das Zimmermädchen, und dann die Angestellten befragen und ansagen ihnen gleich. Die Filmleute, die können verwarten. Gut, wenn Sie das alles erledigt haben, überprüfen Sie doch bitte, ob der Herr Dorfler Vorstrafen hat. Ja, gerne, Hansen. Heute ist ja Gott sei Dank Sonntag. Wer ist jetzt der Herr Dorfler? Das ist der freundliche Herr, der da drüben das Holz ablädt. Er ist für die Wälder hier zuständig und wie mir scheint, mit der Frau Messner mindestens befreundet. Warum fragen wir da nicht er, wo es ist? Das können Sie vergessen, der ist nicht sehr kooperativ. Das werden wir gleich sehen. Mit viel Glück. Gott, Moorkrüper Rosenheim, Sie sind der Herr Dorfler. Mein Kollege hat gesagt, Sie sind befreundet mit der Colette Messner. Ja, und? Dann können Sie uns vielleicht sagen, wo sie sich gerade befindet. Nein, kann ich leider nicht. Sie gehen? Ich kann auch anders. Sie stehen im Weg. Die werden dann noch viel mehr im Weg stehen, wenn sie nicht kooperieren. Ich kann sie zum Beispiel jederzeit in Beugehaft nehmen. Gar nichts kennen sie. Und jetzt gehen wir zu Seiten, sonst wird er eine schöne Uniform nur trägt. Das ist doch mir wurscht. Sie kommen sofort herunter zu einer ausführlichen Befragung. Ich hab keine Zeit. Ich hab auch keine Zeit. Und jetzt kommen sie herunter, weil sonst kriegen sie Beugehaft wegen Behinderung einer Amtshandlung. Das ist jetzt nicht ernst, oder? Hab ich vielleicht gelacht. Was soll ich? Den Hansen? Mama, das geht nicht. Also gut, okay. Ja. Ja, ich frag den Herrn Hansen. Ja, bis dann. Mütter, Spesenabrechnung. Was hat Ihre Mutter mit dem Herrn Hansen zu schaffen? Ich denke, wir hätten es dann. Frau Stockel, bleiben Sie. Ich sag's Ihnen lieber, sonst machen nur blöde Gerüchte die Runde. Ach so. Meine Mutter hat einen neuen Freund und sie will, dass ich ihn kennenlerne. Und was hat der Herr Hansen damit zu tun? Der neue Freund meiner Mutter ist leidenschaftlicher Segler. Meine Mutter weiß, dass ich mit Hansen segeln war und findet die Idee gut, dass das Kennenlernen im Rahmen eines Segelturns über den Chiemsee stattfindet. Und was will der Hansen da machen? Segeln. Also nichts Schwiegersohnmäßiges. Wie um Himmels Willen kommen Sie jetzt darauf? Für Mai. Sehen Sie, und genau deswegen erzähle ich es Ihnen, damit nicht so eine Gerüchtelawine losgetreten wird. Der Hansen hat ein Boot und sonst nichts. Dann viel Spaß. Du kannst mir viel verzeihen. Sehen Sie schon wieder? Die Ortmann stellt heute ihrer Mama den Hansen vor. Ja. Amor. Frau Messner, wenn Sie bitte mit dem Herrn Hansen mitgehen möchten. Mir verzeiht sie, dass ihm ihr Mama ihren neuen Freund versteuert. Aber foppen tut die mich nicht. Das ist ganz klar die Schwiegersohn-Nummer. Na, das glaube ich nicht. Soll die miteinander umgehen? Nie im Leben. Michi, die blöfft. Hierin sind's Hund und Katz. Und privat suchen sie sich schon die Eheringe aus. Stucki, du spinnst. Nicht jeder hat das dritte Auge. Frau Messner, wo waren Sie gestern Nachmittag zwischen 15 und 16 Uhr? Im Haus. Ich habe die Zimmer sauber gemacht. Hat Sie da jemand dabei gesehen? Wo sind Sie gestern eigentlich abgehauen? Weiß ich nicht. Natürlich wissen Sie es. Was haben Sie an Dorfler tags zuvor über die Gräfin gesagt? Bitte, wie hört? Der Basti und ich, also der Herr Dorfler, wir sind zusammen. Und ich war mega eifersüchtig. Auf die Gräfin? Die hat dem Basti total den Kopf verdreht. Und was haben Sie Ihrem Freund da gesagt? Das kann ich nicht sagen. Kommen Sie bitte mit. Bis bald, Frau Messner. So, Sie warten bitte hier. Und Sie, Herr Dorfler, kommen mit. Wie
Bitte schön. Sie haben ja immer Vorfahrt. Nein, nein, nach Ihnen. Grüß Gott. Kriminalhauptkommissar Hofer, nehmen Sie Platz, bitte. Steht da auch was drin? Ja. Noa Galzuzler. Noa Galzuzler. Ein Noa Galzuzler ist jemand, der die Reste aus fremden Biergläsern zusammentrinkt. Im übertragenen Sinne ein armseliger Wicht. Ja, ich habe damit natürlich nicht Siegmund. Das ist gerade das Einzige, das mir eingefallen ist. Ja. Herr Dörfler, wo waren Sie gestern Nachmittag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr? Um heute zu arbeiten. In Beuth, am Sonntag. Ja, weil ich vielleicht am anderen Tag frei haben wollte. Und ich habe einen Kollegen da, kann das ja gerade bezeugen. Der war mir nämlich schön reingefahren. Da war es kurz vor 5. Das reicht nicht als Alibi. Tja, dann kann ich Ihnen eine Weile helfen. Haben Sie mit der Gräfin was gehabt? Das die Colette behauptet. Ich frage Sie. Ja, mei, die Gräfin wollte halt ihren Spaß mit mir haben und ich hab mich nicht lange bitten lassen. Sie scheinen ja mächtig stolz drauf zu sein. Gräfin, hat man da nicht auch. Na schön. Und so ganz nebenbei sind Sie noch mit der Frau Messner liiert. Ja, freilich. Ich meine, das mit der Gräfin, das war reine Dienstleistung. Also, was Frau Messner nicht so gesehen haben dürfte. Ja, mei, da musst du euch. Ich bin ja nur das Christkind. Und was hat sie Ihnen gesagt? Dass Sie spüren jetzt auf den Satz, vor dem mir die Kollegin gesagt haben sollt. Nicht haben sollt, sondern gesagt hat. Spüren Sie mal nicht den Begriff Stutzigen, ne? Tut mir leid, die ist mir immer nicht eingefallen. Aber ich arbeite dran. Ich bin gleich wieder da. Ja. Herr Dörfler, wenn Sie nicht das Christkind sind, ich würde Ihnen raten, schon langsam zum Singen anzufangen. Ihr Freund hat geredet. Sie haben gesagt, dass Sie Frau von Falkenberg umbringen werden. Stimmt das? Herr Hansen! Na kommen Sie. Ich will es nur noch mal von Ihnen hören. Ein gefräßiges Biest war die. Was genau haben Sie denn zu Ihrem Freund gesagt? Dass ich sie am liebsten abstechen würde wie eine tollwütige Sau. Deshalb bin ich abgehauen. Ich will mir denken, dass die tags drauf endlich abgestochen wird. Ich war es nicht. Das müssen Sie mir glauben. Sie können jetzt mit Ihrem Freund gehen. Aber nicht wieder weglaufen. Meine Frau Hofer, der Herr 80er ist heute in München im Innenministerium beim Dr. Lauser König. Ja, blöd. Bleibst doch einfach noch auf eine Tasse Kaffee und wärst Zeugin, wie die Frau Ortmann um den Hansen herumschwänzelt. Mei, 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 bei denen zwei weiß man auch nie, was Sache ist. Aber das ist ja gerade das Spannende. Bleib's doch einfach nur ein bisschen. Ich muss leider. Aber Sie halten einen ja eh auf dem Laufenden, gell? Das mache ich. Na gut. Ja, Frau Hofer, jetzt aber richtig. Hallo. Na, wiederschauen. Oh, schade. Wiedersehen. Herr Hansen, schauen Sie mal. Was denn? Ist das die Falkenberg? Die Junge? Ja, die noch Lebendige. Das andere der Butler? Auch richtig. Nobel, Nobel. Ich bin nervös, Arthur.
Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir haben mal ein paar Folgen von dieser Fernsehshow angeschaut, von diesem Trau dich Promi. Mhm. Und diese Gräfin, die war fein nicht zimperlich mit ihrem Verehrer. Die hat den nur einen Kakao zum. Das ist relevant für uns. Ja, freilich. Ich hab doch mit der Produktionsfirma telefoniert. Und die haben mir erzählt, dass dieser Typ ausgestiegen ist aus der Show. Der war fertig mit der Welt. Sie hat ihn fortgeführt. Außer gewiss, so kalt, dass man nicht genau weiß, meint es so oder vielleicht ohne das so. Ironie nennen wir das, Michi. Ja, genau. Wie heißt der Mann? Der heißt Schmiegel. Modedesigner hat einen Laden in Minger. Okay, dann sehen wir uns den mal an. Ja. Haben Sie da eine Nummer? Ja, hab's. Danke. Nee, danke, das reicht mir. Herr Hansen, hätten Sie kurz Zeit? Ja. Bin gleich wieder da. Viel Spaß. Danke. Was denn? Gehen wir doch raus. Stockel, grüß Gott. Ja, fassen Sie sich kurz. Ja. Ach, meine Spesenanträge, schon fertig. Hatte gerade Zeit. Ja, Zeit für den roten Ablehnungsstempel, hm? Nein, sind alle genehmigt. Was? So schnell? Ja, können Sie gerne nachschauen. Da stimmt doch was nicht. Sie haben recht, ich habe eine Bitte an Sie. Eine Bitte? Sie? Meine Mutter kommt mich heute besuchen. Sie hat einen neuen Freund und ich soll ihn kennenlernen. Er ist begeisterter Segler und meine Mutter würde gerne einen Turn über den Chiemsee machen. Und da dachten Sie an mich? Ausnahmsweise, ja. Abgemacht. Ja? Ja, Sie brauchen mich. Für den Genuss, Sie in meiner Schule zu sehen, will ich noch viel mehr auf mich nehmen. Das kann ich mitdenken. Wann? Was? Wann kommt Ihre Frau Mama? Achso, um 6. Gut, da sehen wir uns. Und danke. Wunderschönen guten Morgen. Darf ich Sie bitten? Achso, Sie müssten... Das ist schon okay, Arthur. Bitte? Darf ich Ihnen vielleicht was anbieten? Leider. Guten Morgen, Frau von Falkenberg. Guten Morgen. Und wirklich nichts. Dankeschön. Bitte. Also, Ihr Butler hat uns erzählt, dass Sie gestern Nachmittag zwischen 15 und 16 Uhr mit ihm spazieren gewesen sind. Ja, das ist richtig. Der Arthur hat mich um 2:45 aus dem Haus geschoben und dann waren wir um 4 Uhr wieder daheim. Aha, wo sind Sie da gegangen, gefahren? Wir waren in Falkenberg. Ich bin da sehr oft, beobachte dort die Falken so gern an den Felsen. Allerdings sieht man sie inzwischen nur noch sehr, sehr selten. Aber ich hoffe, dass sie eines Tages wiederkommen. Ist Ihr Butler die ganze Zeit über bei Ihnen gewesen? Ja, wir waren die ganze Zeit über zusammen. Und der Herr Wallner hat sich um die Pferde Ihrer Schwester gekümmert, ja? Das ist richtig. Hat er das intensiv betrieben? Ja. Aber zugleich ist er auch Bauer. Ja, also die Familie Wallner hat jetzt in dritter Generation den Hof von uns gepachtet. Für den Hof zusammen mit seiner Familie? Nein, inzwischen alleine. Da auch sein Vater vor 3 Jahren gestorben ist. Alleine? Ist es da nicht in Konflikt gekommen? Also ich meine, die Arbeit auf einem Hof erledigt sich ja nicht von allein. Und dazu nur Pferdewirt? Das sagt der Richtige. Es gibt Leute, die können das. Und zwar souverän. Irgendwo gibst du bestimmt. Bitte? Verzeihung, bitte. Ja, es gab Konflikte zwischen Herrn Wallner und meiner Schwester. Es gab sogar sehr heftige Konflikte. Aber ich denke, es ist besser, wenn Sie ihn selbst befragen. Na gut, dann machen wir das. Vielen Dank, Frau Falkenberg, das wär's.
Das war's? Ja, das war's. Bitte sehr. Herr Lingen, wir hätten an Sie auch noch ein paar Fragen. Aber ich... Lassen Sie nur, Arthur. Ich rufe mir ein Taxi. Bitte, Herr Lingen. Frau von Falkenberg hat uns erzählt, dass es zwischen dem Wallner und der Gräfin Reibereien gegeben hat. Herr Wallner wollte die Pferdezucht aufgeben und sich ausschließlich um seinen Hof kümmern. Er kann sehr gut mit Pferden, aber die Gräfin stellte ihn vor die Wahl, entweder er kümmert sich um die Pferde oder sie würde ihm die Pacht kündigen. Recht brutal, bitte. Danke. Die Gräfin war in so etwas nie zimperlich. Herr Lingen, Sie haben gestern Nachmittag die Schwester der Gräfin spazieren geschoben. Ja. Wohin, wenn ich fragen darf? Zum Falkenberg. Sie hält dort immer Ausschau nach Falken. Mhm. Ah ja. Aber Sie haben auch um 16 Uhr die Leiche entdeckt. Ja, wir sind kurz vorher vom Spaziergang zurückgekommen. Sie waren die ganze Zeit über zusammen? Nein. Kurz vor den Felswänden hatte der Rollstuhl einen Defekt. Ein Rad blockierte. Ja, ich ging zurück und holte Lucia dann mit dem Wagen ab. Wann war das? Oh, das weiß ich nicht genau. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Na gut, das war's erstmal. Danke, Herr Lingen. Wer lügt da jetzt? Warum sollte der Butler lügen? Wer bringt sich schon freiwillig um sein Alibi? Ich denke, die Falkenberg lügt. Sie täuscht ein blockiertes Rad vor und nutzt die Zeit, bis der Butler wieder zurück ist, für den Mord. Und das Motiv liegt ja auch auf der Hand. Rache. Für all das, was die Schwester ihr angetan hat. Die Frau sitzt im Rollstuhl. Na und? Ja, wie soll sie das bewerkstelligt haben? Um zum Schloss zu gelangen, hätte sie den Butler überholen müssen. Vielleicht gibt es ja zwei Wege. Ich hatte mal in Hamburg einen Fall. Ja, schön. Aber dann muss sie immer noch den Mord begehen und dann rechtzeitig an Ort und Stelle zurück sein, bevor der Butler mit dem Wagen kommt. Na gut, egal wie es klingt, das dürfen wir nicht unüberprüft lassen. Machen Sie das? Na, ich würde mir lieber diesen Herrn Wallner vornehmen und den Modedesigner aus der Promishow, diesen Schmiege. Na gut, dann mache ich es. Sollte es aber länger dauern, komme ich nicht mehr ins Büro zurück. Ich muss noch was erledigen. Was denn? Frau Ortmann braucht noch meine Hilfe. Die Frau Ortmann braucht Ihr Hilfe bei was denn? Bei nichts Besonderem. Dann können Sie es mir erzählen. Neugierig sind Sie nicht. Normalerweise nicht, aber so wie Sie sich zieren. Ich ziere mich nicht. Kaffee? Nein, danke. Ich will bloß den Ball flach halten. Es dreht sich bloß um eine Familienangelegenheit. Eine Familienangelegenheit? Da schau her, so weit sind wir schon. Schmarren. Ballflachheiten, da lachen ja die Hühner. Frau Stockel, kann das sein, dass Sie da schon wieder mehr wissen? Die Mutter von der Frau Ortmann wird gern ihren Schwiegersohn begutachten. Ach so? Den Fiebertraum hat es mir auch schon erzählt. Frau Stockel, das bilden Sie sich ein. Herr Hofer, Sie sind vielleicht ein guter Mörderfänger, aber von der Sache verstehen Sie nichts. Und du schon gleich gar nicht. Die Stockel, wie sie lebt und lebt. Sie hat halt das dritte Auge. Hm. Du, ich habe mit dem Gärtner, mit dem Koch von der Gräfin geredet. Und? Völlig uninteressant. Sehr interessant. Panto? Guten Tag, Hansen am Apparat. Ich würde gerne ein Catering bestellen für heute Abend 17.30 Uhr. Ist das so kurzfristig noch möglich? Si, kein Problem. Na super. Dann hätte ich gerne eine gemischte Vorspeisenplatte, und zwar für 4 Personen. Und wenn Sie mir vielleicht noch etwas zum Nachdenken... Ja, das stimmt schon. Die Gräfin und ich, wir haben Streit gehabt. Und sie hat mich erpresst. Entweder ich kümmere mich weiterhin um die Pferde, oder sie würde mir einen Hof wegnehmen. Na ja, Pferdezüchter, das ist doch erst einmal kein übles Angebot.
Oder hat schlecht Zeit? Oh, na, sie hat gut Zeit. Ja, man kann dir vieles vorwerfen, aber nicht, dass geizig war. Warum dann unbedingt der Hof? Meine Freundin, die ist Neuseeländerin und die studiert in Auckland Agrarwissenschaften. Ja, und wenn's fertig ist, dann wollen wir zusammen den Hof betreiben und die Landwirtschaft ausbauen. Verstehe. Sie haben eine andere Lebensplanung gehabt. Eine völlig andere, ja. Sie haben gestern ausgesagt, dass Sie zur Tatzeit im Pferdestall waren. Ja, also bin so um kurz nach drei in den Stall gegangen. Was aber leider nur die Pferde bezeugen können. Ja, der Stallknecht hatte seinen freien Tag. So ein Pech. Also bis auf den Konflikt um Ihren Hof, wie haben Sie sich ansonsten mit der Gräfin verstanden? Ja, nicht besonders gut. Keiner hat sich besonders gut mit ihr verstanden. Kein Wunder bei ihrem Must-Have-Charakter. Must-Have-Charakter, also Leute, die alles haben müssen. Und nehmen, also andere aussaugen. Ich glaub bei ihr, da ging's gar nicht um die Pferde. Sondern? Ja, die wollte mich. Also? Ja, sie konnte es einfach nicht ertragen, dass sie von Menschen, die sie haben wollte, verlassen wird. Jedenfalls war die Frau ein Vampir. Und Sie fahren Helsing, oder wie? Entschuldigung. Herr Hofer, ich habe alles überprüft. Lucia von Falkenberg kann unmöglich schneller als der Butler gewesen sein. Und es gibt nur einen Weg zurück zum Haus. Wie soll sie da an ihm vorbeikommen? Na, da hätte sie schon in gemessenem Abstand hinter ihm herrollen müssen, gell? Aber der Butler holt sie ja dann mit dem Wagen. Also wie soll sie da so schnell wieder an Ort und Stelle sein? Was macht der denn da? Keine Ahnung. Brauchen Sie noch was? Nein. Colette? Ja, bitte? Ich möchte absolut nicht gestört werden. Sehr wohl. Okay, und was hat Ihr Gespräch mit Herrn Wallner ergeben? Mit dem Wallner? Ja, der hat ein Motiv. Der wollte sich aus der Umklammerung der Gräfin befreien, sprich, sich ihrem Must-Have-Charakter entziehen. Must-Have-Charakter, schön formuliert. Danke, Hans. Und wie sieht's mit einem Alibi aus? Mit einem Alibi schaut schlecht aus, da hat er leider keins, darum ist auch ein Kandidat. Aber der geht jetzt gerade und hält sich zu unserer Verfügung. Wiederschauen. Wiederschauen. Nicht Sie. Und dieser Modedesigner, dieser Schmiege? Den habe ich noch nicht erreicht, aber ich habe die Frau Stoppel davon gesetzt. Na gut, also da ich noch Zeit habe, komme ich nochmal ins Büro. Das ist schön. Und was ist mit Ihrer Familienangelegenheit? Es ist nicht meine Familienangelegenheit. Na, die Frau Stoppel behauptet, die Verlobung wäre schon in Sicht. Ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wiederhören. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob das wichtig ist, aber ich habe gestern da oben was gesehen. Was denn? Rauch. Da muss irgendjemand was verbrannt haben. Aha. Herr Hofer, Bericht von der Spusi, es gibt keine Fingerabdrücke auf dem Brieföffner und auch sonst keine nennenswerten Spuren. Na prima. Haben Sie die Schmiege schon erreicht? Nein. Ich bin bei der Filmfirma schon angerufen. Ich habe mit der Regieassistentin geplaudert und die hat gesagt, dass der Schmiege sich bei der Gräfin so angebietet hat, dass du auf der Schleimspur hättest rudeln können. Hat das die Regieassistentin gesagt oder ist das wieder mal ihre Fantasie entsprungen? Sag ich halt gar nichts mehr. Ach Gott, verstockelt, denn sie sich das nicht. Oh, bitteschön, ich bin ganz Ohr, leg's los. Also,
Die Regieassistentin hat gesagt, dass der Schmiege in der Show sein eigenes Südballkuchen wollte. Der wollte sein Moody-Label unter die Leute bringen. Das ist so eine aufgemaschelte Reitermode. Aufgemaschelt? Ja, aufgepeppte Reitermode. Also Reitermode nicht für Reiter, sondern für normale Leute, so wie die Golfmode. Mhm. Ja, und die Gräfin hat rausgekriegt, dass sie in der Show als Steigbügel hätte herhalten sollen und hat ihn mitsamt seinem Moody-Label vor laufender Kamera zur Lachnummer gemacht. Der Schuss ist also gewaltig nach hinten losgegangen. Der ist ruiniert. Das ist wahrscheinlich der Einzige, der seine Reitermode nur trägt. Mhm. Ja, Herr Hofer, aber ich bleib dran und versuche ihn weiter zu erreichen. Danke, Frau Stuckel. Bitte. Aha. Sieht nach Kleidungsstücken aus, ne? Können Sie sich vorstellen, wer das getan haben könnte? Nee. Riechen Sie das? Benzin. Ja. Sehen Sie das? Nee, was? Eben, keine Knöpfe. Ja, wenn wir zurück im Haus sind, rufen Sie bitte alle zusammen, ja? Die Frau von Falkenberg möchte aber nicht gestört werden. Alle. Hallo, Herr Mohr, ich brauche Sie, einige Kollegen und die Spusi. Sofort, gibt's da Probleme? Na, sehen Sie, bis gleich. Gut. Sie wünschen? Haben Sie eine Ahnung, was da unten vor sich geht? Es sieht nach einer Hausdurchsuchung aus. Ich habe der Polizei erzählt, dass wir während unseres Spazierganges die ganze Zeit zusammengeblieben sind. Warum? Ich dachte, es wäre besser so. Wir durchsuchen jetzt Ihre Zimmer. Da Gefahr in Verzug vorliegt, werde ich den Durchsuchungsbeschluss nachreichen. Was suchen Sie denn? Das erfahren Sie später. Ja? Halten Sie sich bitte so lange hier auf. Niemand darf auf sein Zimmer. Danke. Ja, das ist das Zimmer von dem Butler. Das habe ich mir anders vorgestellt. Hat man schon was über den Schmiege rausbekommen? Über den Modedesigner? Ja. Na? Ah, der ist aus dem Schneider. Den hat die Gräfin fertig gemacht und dann hat er sie ins Koma gesoffen und dann haben sie ihn gefunden in einer Bordell. Herr Hansen, schauen Sie mal her. Lauter Knöpfe. Ah, ja. Gut. Alle Knöpfe ins Labor. Mit den Spuren und Faserrückständen aus der Asche vergleichen. Ja? Ah, ich muss los. Machen Sie bitte weiter. Ich habe noch was zu erledigen. Familienpflichten, gell? Ja, ja. Den Hochzeitstermin gebe ich dann morgen bekannt. Danke. Was ist? Nein, Mama, das kannst du mir nicht antun. Mama, das ist inakzeptabel. Das ist total inakzeptabel. Ich rede nicht geschwollen. Oh, hallo. Es ist angerichtet. Ich habe mir gedacht, mit italienischen Vorspeisen brechen wir erstmal das Eis und danach stechen wir in See. Das haben Sie alles organisiert. Wir wollen ja einen guten Eindruck machen. Tut mir leid, aber es wird nichts aus dem Treffen. Meine Mutter hat umdisponiert. Sie fahren jetzt an den Starnberger See. Dort hat ein Bekannter von Raphael auf seine Yacht eingeladen. Oh. Und mit der Yacht von Raphaels Bekannten kann ich natürlich nicht mithalten. Meine Mutter, das ist so unglaublich. Sprunghaft wie ein blindes Känguru. Fällt der Apfel aber weit vom Stamm. Und Sie haben sich solche Mühe gemacht. Setzen wir uns. Vergessen wir einfach mal Mama und ihren neuen Bekannten. Das sagen Sie so einfach. Das ist ja einfach. Ihre Mutter hat sie versetzt. Na und? Ich bin auch noch da.
Und ich freue mich auf ein entspanntes Abendessen mit Ihnen. Jetzt stehe ich ja noch mehr in Ihrer Schuld. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Sie genießen das richtig. Oh ja. Das ist ganz toll, das Oberwasser, was Sie gerade haben. Ich bin berauscht geradezu. Darauf trinkt man Champagner. Also ich sehe weit und breit keinen Anlass, auf den ich anstoßen könnte. Ich schon. Auf einen der seltenen Momente, wo wir uns fast verstehen. Das liegt nur daran, dass Sie mich im Augenblick in der Hand haben. Darauf trinke ich. Ach, übrigens, es gibt noch etwas, auf das wir anstoßen können. Auf unsere Verlobung. Wie kann man es eigentlich schaffen, von Ihnen nicht falsch verstanden zu werden? Ich verstehe Sie nicht. Herein. Morgen, Männer. Morgen, Schorsch. Dankeschön. Servus. Servus. Da erzähle ich Ihnen, wie sagen Sie immer so schön, brettelbreit von meiner Mutter und Ihrem neuen Freund, nur damit Sie nicht wieder Ihre Gerüchteküche anwerfen und mit Ihren Hanebüchen in selbstgestrickten Storys aufwarten. Aber nein, es bringt nichts. Sie drehen sich einfach alles so hin, wie Sie es haben wollen. Die Realität ist Ihnen völlig egal. Ich schaue eben hinter die Realität. Ja, und das, was Sie da sehen, ist Ihre eigene plüschige Schmonzettenwelt aus Ihren zahlreichen Heimatromanen. Also wenn, dann Arztromane, bitte, gell? Ja, herein. Herr Lingen, die beiden Kommissare werden sich gleich um Sie kümmern, gell? Sehr gut. Sie kapieren einfach nicht, was ich Ihnen sagen will. Doch, dass ich heute falsch liege. Und? Heute? Was? Nur heute. Ihnen ist einfach nicht zu helfen. Frau Ortmann, Sie und der Herr Hansen sind füreinander bestimmt. Das habe ich in der ersten Sekunde kapiert. Nur Sie nicht. Und deswegen liegen Sie falsch und nicht ich. Mein Gott, manche Leute werden eben mein Leben lang blind durch die Gegend rennen. So, der Bericht vom Labor wäre jetzt da und der Herr Lingel mit der Frau von Falkenberg. Ja, was war da eben los? Also, ich sag für heut nichts mehr. Sie haben beim Alibi gelogen, Frau von Falkenberg. Ja, ich weiß. Ja, warum? Ich hatte so furchtbare Angst, dass Sie mich verdächtigen und es war einfach nur dumm von mir. Ich glaube nicht, dass Sie Angst gehabt haben. Frau von Falkenberg, Sie wollten Ihren Butler schützen, richtig? Es kann nicht sein, dass Sie beide Komplizen sind. Denn da hätten Sie sich wahrscheinlich vorher abgesprochen. Wissen Sie, was ich glaube? Sie haben geahnt, dass der Lingen der Täter ist und wollten ihm helfen. Arthur, ein Mörder? Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Herr Lingen, nehmen Sie Platz. Sagen Sie, kennen Sie die? Das sind Knöpfe, die das Personal auf Falkenberg trägt. Die haben wir in Ihrem Nähkästchen gefunden. Dort pflege ich meine Reserveknöpfe aufzubewahren. An einem der Knöpfe, nämlich an dem hier, haben wir einen winzigen Blutspritzer gefunden. Können Sie uns das erklären? Ich weiß nicht. Kann sein, dass ich mich an der Metallkante geschnitten habe. Das ist nicht ihr Blut. Das stammt von der Gräfin. Herr Lingen, Sie haben die Bremsen am Rollstuhl manipuliert, damit das Rad blockiert. Dann sind Sie zum Gut gelaufen, haben die Gräfin erstochen und haben dann mit dem Wagen Ihre Schwester abgeholt. Ich musste Lucia beistehen. Die Gräfin wollte mich loshaben. Lucia sollte ganz und gar ihr gehören. Ich konnte das nicht zulassen. Lucia ist ja seit jeher für mich wie eine Tochter. Und nach ihrem Unfall, da brauchte sie mich doch mehr denn je.
Herr Lingen, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Elinor von Falkenberg ermordet zu haben. Christian. Er hat ja vorhin nichts halt gemacht, Herr Gräfin. Ihr Must-Have-Charakter war ja universell. Allerdings. Mittag? Was, jetzt schon? Ja, mein Must-Have-Charakter meldet sich gerade zu Wort. Ah, jetzt höre ich es auch. Ja.